Hallo, ich bin Sarah und ich interessiere mich sehr für das Thema Linguistik studieren in Essen. Dazu bin ich heute an der Uni Duisburg-Essen und treffe mich mit Studierenden, um sie nach ihren Erfahrungen und ihrer Meinung dazu zu fragen. Ich bin Joelle, ich bin 21 und ich studiere jetzt im 6. Semester Germanistik und Kommunikationswissenschaften im Zweifach-Bachelor. Mein Name ist Marin, ich bin 22 Jahre alt und studiere Germanistik und Kommunikationswissenschaft im Zweifach-Bachelor, mittlerweile im 6. Semester. Ich bin Sophie, ich bin 21 und studiere jetzt seit 6 Semestern an der Uni Duisburg-Essen. Ja, ich bin Tom, 20 Jahre alt, studiere ebenfalls jetzt hier seit 6 Semestern. Also ich habe tatsächlich von meinen Lehrern damals gehört, dass die Uni Essen für Lehramt eine der besten Unis ist, weil es da wahnsinnig viele hochrangige Dozenten gibt, die unheimlich viel geleistet haben, gerade auch in den Bildungswissenschaften. Und von einem meiner ehemaligen Englischlehrer, der hier auch Deutsch studiert hat, habe ich halt gehört, dass die Germanistik hier ziemlich gut sein soll und ich mich dann deswegen für Essen entschieden habe. Ich wollte nach dem Abi nicht direkt zu Hause ausziehen und irgendwie weit weg. Und von der Schule aus hatte ich einen Unitag, hieß das, und da waren wir halt schon hier an der Uni und haben praktisch so erste Vorlesungen gehabt, wo halt die einzelnen Fächer vorgestellt wurden und man schon so einen Einblick hier von der Uni bekommen konnte, und das hat mir halt super gut gefallen und deshalb kam für mich eigentlich gar keine andere Uni in Frage, also bin ich direkt hier geblieben. Ich studiere in Essen, weil der Studienstandort für mich sehr attraktiv ist. Das heißt, der Campus Essen ist eben sehr nah am Stadtzentrum. Man kann mal eben rüberlaufen, ist sehr zentral, ist schnell hier aus allen anderen Städten. Und ich finde auch den Campus sehr schön mit unserer innenliegenden Campuswiese zwischen den Gebäuden. Da hat man doch sehr seine Ruhe und kann auch mal die eine oder andere Veranstaltung hier genießen. Das finde ich ganz schön. Ich finde, dass man sich halt im Lehramtsstudium sehr auch nach den Lehrplänen richtet, die halt später in der Schule relevant sind. Und die habe ich damals als Schüler schon immer als sehr literaturwissenschaftlich empfunden. Und das ist eben nicht so das Gebiet, das mich interessiert, sondern ich interessiere mich mehr für die Linguistik. Und deswegen fand ich es eben ein bisschen passender für mich, dann den Zweifach-Bachelor ohne Lehramt zu machen. Also ich muss sagen, dadurch, dass die Uni halt eine Pendler-Uni ist, hat man halt viele Leute aus unterschiedlichen Städten, aus vielen unterschiedlichen Regionen Deutschlands, aber halt auch super viele internationale Studierende, von denen man auch super, super viel lernen kann. Also ich habe beispielsweise in meinen Seminaren Kontakt mit Leuten, die aus allen Teilen der Welt kommen, und es ist super spannend, auch irgendwie was über andere Kulturen zu lernen. Und was ich halt an der Uni auch noch besonders schätze, ist, dass die halt auch einer der Vorreiter quasi für Inklusion ist. Also weil Inklusion ist halt ein super großes Thema und das lässt sich halt nicht nur auf die Schule begrenzen, sondern muss halt auch in der Uni fortgeführt werden. Und es gibt ja hier beispielsweise sogar Referate für chronisch Kranke im AStA, denen dann geholfen werden kann. Und das ist super, super cool. Wie sieht's mit dir aus? Ich mag die Cafeterien tatsächlich sehr gerne. Man kann sich einfach mal hinsetzen. Und es ist ja so, man findet nie einen leeren Tisch. So, es ist immer schon jemand da. Und wenn man dann setzt man sich halt hin, fragt so, hey, ist der Platz noch frei? Man kann sich einfach mal mit Leuten ungeniert unterhalten und einfach mal so fragen, so, hey, was studierst du? So, und sich ein bisschen austauschen. Das ist eigentlich ganz cool, so, weil es ist sehr, sehr, sehr locker, sehr, sehr ungezwungen. Man lernt einfach leicht Leute kennen. Also ich finde es halt super schön, dass es hier so viele Grünflächen gibt. Man kann sich auf die Wiese setzen, man kann sich draußen in die Cafeteria setzen. Das gefällt mir halt super gut. Dann finde ich, die Cafeteria hat ein echt schönes Angebot. Und was ich sehr, sehr schätze, sind die Angebote, die über das normale Studienangebot hinausgehen. Also ich habe jetzt schon 3-4 Workshops gehabt, die mich halt echt auch beruflich weiterbringen, die mir für meinen weiteren Studienverlauf was bringen, die mir für meinen Berufsweg was bringen. Und das ist schon echt meiner Meinung nach was Besonderes, was diese Uni ausmacht. Also mein Lieblingsplatz ist das Buddencafé, in dem wir gerade sitzen, weil es einfach ein ganz schöner Ort ist mit einer anderen Atmosphäre als in der Cafeteria oder in der Bibliothek, um in Ruhe zu lernen oder sich einfach mit Kommilitonen mal zu treffen und einen leckeren Kaffee zu trinken. Also zunächst mal kümmern wir uns viel um neue Erstsemester. Wir organisieren Informationsveranstaltungen, die berühmte Orientierungswoche, wo wir den neuen Studis Leitpläne an die Hand geben, die ihnen genau sagen, das müsst ihr im ersten Semester beachten, das und das müsst ihr studieren, so erstellt ihr eure Stundenpläne, so kommuniziert ihr mit Dozierenden etc. An diese Person könnt ihr euch wenden, wenn ihr ein Problem habt, zum Beispiel an uns. Das ist nämlich eben das, was wir auch machen. Wir sind das Sprachrohr eigentlich, das zwischen den Studierenden und den ganzen anderen studentischen Organen der Universität steht. Nachdem ich heute so viel über das Linguistikstudium her erfahren habe, freue ich mich schon auf meine Zeit an der Uni Duisburg-Essen.